So, und damit ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen kleinen Video wieder von mir. Wir machen heute Chip-Adventskalender-Türchen Nummer 2 auf. Und ganz, ganz kurz noch, bevor wir hier mit dem Hauptvideo anfangen. Ich bin echt sprachlos, wie ihr das Video toll findet. Auch die Daumen nach oben sagen das. Und ich bin einfach dankbar, dass euch das Video so gefällt und dass auch ja, euch das Ganze so gefällt, wie ich das Ganze vorstelle. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt oder sagt, das kannst du noch verbessern, könnt ihr mir das sehr gerne natürlich konstruktiv auch in die Kommentare schreiben. So, wir machen heute Türchen Nummer 2 vom Chip Adventskalender auf. Und was sehen wir hier? Da, 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 da. Und zwar ganze Office-Vorlagen 2017, Vollversion. Auf jeden Fall etwas, wo ich toll finde. Da haben wir nämlich doch ziemlich, ziemlich viele Office-Vorlagen. Gab es, soweit ich mich erinnern kann, auch schon das Jahr davor. Deswegen freut es mich natürlich, dass es das Ganze jetzt auch wieder ja, für die Office-Version gibt. Ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und ja. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. So, jetzt schließen wir mal das Ganze hier und gehen, sind hier auf der Homepage von Markt plus Technik bzw. mut.de und wir sehen, das Ganze würde 13 Euro kosten aufgerundet oder um es genau zu nennen 12,99 €. Ich könnte ja auch am Ende, also am 24. Dezember noch ein Video machen, wo ich dann einfach mal alles zusammenrechne, wie teuer alles gewesen wäre. Ihr könnt mir auch das Ganze auch gerne in die Kommentare schon vorrechnen, wenn ihr wollt. So. Auf jeden Fall mit 5000 Praxisproben, Vorlagen. Auf jeden Fall praxisnahe Vorlagen, finde ich cool auf jeden Fall. Kompatibel ist das Ganze mit natürlich Office 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, XP und sogar, das habe ich echt erstaunt, 2000. Also. Wer noch so ein altes Office zu Hause hat, der kann auch die benutzen, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, jetzt starten wir erstmal hier das Ganze. Und noch ganz, ganz wichtig noch zum Schluss, beziehungsweise bevor ich hier eine Vorlage mal öffne. Und zwar, wenn ihr euch das Ganze heruntergeladen habt und installiert habt, dann werdet ihr gefragt, ob ihr das Ganze aktivieren wollt. Dann kommt so ein Auswahlfenster, klickt ihr auf Internet, auf so auf diesen Button Internet. Und nachdem ihr auf den Button Internet geklickt habt, müsst ihr euch registrieren, beziehungsweise einfach mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Namen. Ihr könnt natürlich noch weitergehen, aber ich würde jetzt nicht, würde es nicht wirklich weitergehen. Von daher, ja, kann man es ganz eigentlich so lassen, wie es ist. Und dann bekommt ihr innerhalb von wenigen Minuten, bei mir ging es natürlich ein bisschen länger, eigentlich in der Regel geht es relativ schnell, da bekommt ihr nämlich die E-Mail zugeschickt mit dem Produktkey und könnt das Ganze dann registrieren. So, wir haben hier oben nun die Office-Vorlagen, Excel, PowerPoint, Word. Ich finde das Design nach wie vor so schade, dass es nicht. Ja, der Rivenbar von 2010 wenigstens erinnert. Das erinnert mich hier oben so ein bisschen ganz ehrlich an Office 2003. Schade, dass er keine neue, also dass sie es nicht aktualisiert haben, aber vielleicht ist das einfach auch nur Meckern auf hohem Niveau, denke ich mal. So, wir schauen uns erstmal hier Excel an, Büro und Geschäft. Und da haben wir eben hier noch verschiedene Sachen. Ich tue jetzt mal ein bisschen rausfahren. Formulare zum Beispiel, Etiketten, Finanzen, Marketing und Werbung, Messe, Personal und eben Sekretariat und Verwaltung. Da haben wir hier eine ganze, ganze Menge Vorlagen, wie ich ziemlich cool finde. Zum Beispiel Preisliste, klicken wir hier drauf und dann öffnet sich in meinem Fall hier das Excel 2016. Da können wir eben hier verschiedene Sachen eingeben und ist auf jeden Fall eine coole Sache. Beim Privat haben wir eben hier Dokumentvorlage, Schriftverkehr oder bei PowerPoint Privat haben wir hier eben Grußkarten, Gruß und Glückwünsche. Öffne ich mal die hier zum Beispiel. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde es toll. Also ich bin wirklich, ich finde diese Vorlagen auch sehr praktisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier auf das Word klicken,
Da haben wir eben hier Formular, Auftragsabwicklung, Finanzen, Buchhaltung, Inventar, Inventur. Klicken wir hier drauf. Und ich muss sagen, das erleichtert einem doch die Arbeit. Und ich finde auch gerade mit so Vorlagen zu arbeiten, finde ich persönlich eine ziemlich coole Sache, weil ich muss nicht selber irgendwie was erfinden, sondern es wurde schon gemacht. Und das erleichtert mir, wenn ich jetzt irgendwo arbeiten sollte oder irgendwas für mich berechnen muss oder was weiß ich, auf jeden Fall die Arbeit um einiges. Dann gucken wir nochmal ganz kurz hier in Excel nach bei den Formularen, Etiketten, Gäste und Feste, beziehungsweise das ist genau Excel. Personal öffnen wir mal oder öffnen wir mal ganz kurz das hier oben. So rum, genau. Sieht auch ziemlich cool aus. Kaffeekasse, finde ich cool. Ich meine, es gibt ja auch viele Firmen, die so kleine Kaffeekästchen haben. Da kann man auch berechnen eben und so weiter und so fort. Finde ich cool, dass es so Vorlagen auch gibt. Ja, ich persönlich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Mich würde interessieren, fandet ihr das jetzt gut? Also die Vorlagen oder sagt ihr, nee, Linus, also die Vorlagen gehen mal gar nicht? Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen. Ich bin jetzt hier raus. Bis dann und tschüss.